Hallo, herzlich willkommen. Ein ganz kleines, kurzes Filmchen über SketchUp. Und zwar bin ich immer noch auf Entdeckungsreise, lerne das Programm kennen und freue mich immer wieder über so ein paar angenehme, einfache Dinge, die viel, viel einfacher und leichter sind als in anderen Programmen. Also es geht in diesem Fall um das Auswählen, also eine weniger dramatische Angelegenheit, aber trotzdem, man muss es halt oft machen und deswegen ist es gut zu wissen, wie es funktioniert. Es gibt ein Werkzeug. Das ist dieses Pfeilwerkzeug. Wenn man mal die Toolpalette anguckt, also die Werkzeugpalette, dann ist es das hier. Das kann man übrigens jederzeit auch mit der Leertaste bekommen. Also wenn irgendein anderes Werkzeug aktiv war, dann mit der Leertaste, dann hat man das Auswahlwerkzeug. Und jetzt kann man natürlich damit irgendwas anklicken, eine Kante oder eine Fläche. Und man kann auch jetzt Folgendes machen. Man kann zum Beispiel auf eine Kante doppelt klicken. Dann werden die angrenzenden Flächen mit ausgewählt. Und wenn ich dreimal darauf klicke, wird alles ausgewählt, was zusammenhängt, wo diese Kante sozusagen ein Teil von ist. Also ich habe jetzt hier eine Kante ausgewählt, plus die angrenzenden Flächen, plus aber auch die angrenzenden Flächen und Kanten, die diese angrenzenden Flächen begrenzen. Also, wie gesagt, ein Klick die Kante, Doppelklick die angrenzenden Flächen und ein Dreifachklick. Na, muss ich erst teleselektieren. Jetzt aber. Und zack, alles geschafft, alles ausgewählt. Ja, also alles, was zusammenhängt. Nicht das ganze Modell, wenn es aus vielen Teilen besteht, aber das, was sozusagen aneinander hängt. So, das ist das eine. Ist ja schon mal ganz hübsch. Das erinnert einen irgendwie an ein Textbearbeitungsprogramm, wo das ja auch manchmal so geht. Also einmal doppelt reinklicken ist ein Wort, dreimal klicken ist eine Zeile und so weiter. Also ganz ähnlich eigentlich, sehr angenehm. Und jetzt gibt es dann auch diesen Selektionsrahmen, das kennen Sie natürlich auch aus anderen Programmen, dass Sie einen Rahmen aufziehen können, zum Beispiel von links nach rechts. Und dann sieht man schon, wenn ich das mache, wird immer das ausgewählt, was komplett in diesem Rahmen liegt und alles andere wird nicht ausgewählt. Und jetzt kommt der ganz elegante Trick von SketchUp, wenn Sie das nämlich von links nach rechts aufziehen und sozusagen dann sicher sind, dass nur das ausgewählt wird, was komplett in dem Rahmen liegt, dann können Sie es auch genau anders haben. Sie können es nämlich von rechts nach links aufziehen. Und dann wird alles das ausgewählt, was von diesem Rahmen berührt wird. Ja? Also ich ziehe von rechts nach links auf und dann wird alles das ausgewählt, was innerhalb dieses Rahmens liegt. Ganz einfach. Links nach rechts muss komplett drin sein. Das heißt, es kann auch mal gar nichts ausgewählt werden. Und von rechts nach links wird alles ausgewählt, was berührt wird. Wenn das nicht cool ist, ich frage mich wirklich, warum das in anderen Programmen so kompliziert ist, weil es doch eigentlich ganz logisch ist. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.